Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma ComWeb und heute beschäftigen wir uns wieder mit der neuen Vegas Pro 14 von der Firma Matic, die auf der Fotokina in 2016 vorgestellt ist. Und das ist diese Icon hier, starten, und wir setzen unsere Testphase fort. Wir machen jetzt hier das Programm testen und schalten in den Zustand, wie wir es verlassen haben. Um den Rest durchzugehen, brauchen wir erstmal ein Videoclip. Das geht auf verschiedene Arten und Weisen. Wir können hier den Icon anklicken, Medien importieren, einen Clip auswählen. Wir gucken mal. Ja, 4K-Test ist gar nicht so schlecht. Fangen wir mal an mit ComWeb. Das fängt schon gut an. Dieser Fehler bedeutet ja nichts anderes, als er kann nicht geöffnet werden. Das heißt, dieser Clip Art erkennt er schon mal nicht. Versuchen wir mal das nächste, AX33. Da machen wir mal ein Blümchen. Gut, diese akzeptiert er. Das ist also originales Material aus der AX33 Sony. Legen die mal auf die Timeline. Er fragt mich hier, möchte sie die Videoeinstellung ihr Projekt an dieses Medium anpassen? Ich habe natürlich 1920x50i eingestellt. Da wir hier 4K-Material reinholen, ist dies eine logische Frage. Aber ich möchte das nicht, dementsprechend sage ich ihr erstmal nein. So, Sie haben hier wie gewohnt die Oberfläche vor sich. Auf den ersten Blick erscheint mir das alles so wie gehabt. Nur, dass ich eben 4K-Material jetzt einholen kann. Mehr müssten, ja, das geht ja noch. Wir können also die Größe variieren in fließender Art. Also eine sehr schöne Funktion. Wobei der Ton getrennt ist von das Videosignal. Das heißt, diese Funktion ist geblieben und ist eine der einfachere, finde ich, um sehr schnell zu arbeiten. Zweitens haben Sie die Möglichkeit zu scrubben. Es gibt übrigens eine neue Funktion in die Scrubbing-Abteilung. Das heißt, Sie können jetzt hier eine sogenannte Hover Scrub aktivieren. Will nichts sagen, als Sie können direkt hier in der Umgebung, worin Sie sich befinden, können Sie schon in und out bestimmen. Eigentlich eine sehr schöne Funktion, wenn man das dann braucht. Cursor hinzufügen. Gut, der Cursor ist natürlich auf einer anderen Stelle, als wo ich sie haben möchte. So, wir sollten den Ton vielleicht ein bisschen runtersetzen, weil sonst wird das doch ziemlich laut hier, das Ganze, wenn ich hier so durchgehe. Sie haben hier übrigens zwei Timelines, also einmal, worin Sie scrubben, und einmal die ganze Geschichte, worin Sie arbeiten. Gut, wir haben dann eine andere Möglichkeit, die vielleicht etwas besser ist, um Daten zu importieren. Das sind hier unten diese einzelnen Schritte. Wir gehen sie mal durch, die Explorer. Darin können Sie jetzt einfach direkt Ihre Laufwerke auswählen. Wir können hier in den 4K-Test gehen. Wir wählen hier wieder, wir wählen jetzt mal die FX100 aus. Das ist 4K-Material mit 50p. Auch die nimmt er. Was mich aber natürlich dann wieder interessiert, ist natürlich, wie sieht das Material hier aus. Wir können hier verschiedene Sachen einstellen. Bei mir steht es auf optimal in der vollen Auflösung. Das ist ja letztendlich das, was wir sehen wollen. Und wenn ich das hier mal starten, dann sehen Sie schon das erste Problem, was mir nicht gefällt. Ich habe hier eine sehr schnelle Grafikkarte drin. Das ist die 1070 GTX. Und trotzdem sehen Sie, dass das Filmmaterial hier definitiv nicht flüssig läuft. Klar, es ist 50p im 4K, aber auch das macht der Firma Adobe oder der Firma Edios definitiv besser. Wir machen das. Oh, und das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Da ist er. Warum flickert das? Oha, oha, oha. Ja, ich hoffe, Sie sehen das nachher auch auf dem Film. Kann sie nicht versprechen. Aber das ist etwas, was uns natürlich gar nicht gefällt. Gut, versuchen wir mal das Ganze in gut und in Auto und nochmal abzuspielen. Es ist immer noch am Rückholen, es gefällt mir gar nicht. Hier sehen Sie selber, was hier los ist.
kann mir auch nicht gefallen. Also hier muss definitiv nachgearbeitet werden. Ja, nachsitzen und so weiter. Dass das hier nicht das schlechteste Rechner ist, können wir ja mal schauen. Vegas gibt uns die Möglichkeit, hier einfach den Computer anzuschauen. Und daran sehen Sie schon, dass es definitiv nicht das schlechteste ist. Wir haben ihn komplett neu aufgesetzt, damit das also wirklich kein große Probleme bringt. Und ja, hier müsste er eigentlich diese ganze Geschichte ohne weiteres durchführen. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, dass das hier wirklich der GTX 1070 ist. Ich habe keine Administrationsrechte. Natürlich habe ich die. Okay. Wir tun mal so, als würde das stimmen. Ich bin einer anderer Meinung, aber wie immer, da Sie wissen, was Sie tun. So, ja, das ist nicht so schön. Allerdings gilt das natürlich jetzt hier für das absolute Maximum. Er versucht es, aber er kriegt es einfach nicht hin. Gut, was haben wir noch mehr? Wir haben hier dann natürlich die Übergänge. Die Übergänge sind ja eigentlich gleich geblieben. Das sind sogar die gleichen Icons, soweit ich das hier bewerten kann. Hier gibt es eigentlich auch nichts Neues. Sie haben hier wieder das Problem, dass Sie wissen müssen, was Sie tun. Das heißt, wenn Sie eine Grafikbeschleunigung haben, was bei dieser Grafikkarte zum Beispiel vorhanden ist, sollte Sie am besten die GPU-Beschleunigung mitnehmen. Ansonsten 32-Bit-Fließkomma oder eben das einstellen, was Sie wollen. Sehr interessant, was so nicht angegeben ist, ist bei der nächsten, die Video FX angeboten. Hier findet man nämlich auch Hitfilm. Hitfilm ist ein Hersteller für eben bekannt für seine Effekten, sage ich mal. Und hier gibt es schon einige standardmäßig mitgeliefert. Sehr schön, weil das ist nicht explizit erwähnt worden. Ja, auch hier wieder, Sie müssen wissen, was Sie tun. Das heißt, wenn Sie eine GPU-Beschleunigung haben, würde ich diese hier auswählen. Das sollte man eigentlich wissen. Das ist auch das Problem, wo ich ein bisschen ja, Sorge habe immer bei Vegas, weil es ist schon schwierig genügend, die Codecs auszuwählen. Und hier wird einfach dann auch noch davon ausgegangen, dass die Leute wissen, was der Rechner kann, was leider nicht immer gegeben ist. Also auch hier gilt wieder, lassen Sie das von einem Fachmann Ihre Rechner machen, damit Sie weniger Probleme haben. Oder Sie sind so ein Profi, dass Sie das gar nicht brauchen, aber dann wären Sie auch nicht hier und hören mich zu bei das, was ich hier zu sagen habe. Ja, ein neuer Filter haben wir dazu bekommen, die auch gar nicht ohne ist, und zwar ist das die Vignette. Das heißt, wenn wir das mal anschauen, das müsste die V sein. Hier sind also ein paar zusätzliche, ja, Filter hinzugekommen, die standardmäßig so noch nicht vorhanden waren. Ja, wir haben das Problem, dass wir hier jetzt schon mit Echtzeit kämpfen müssen. Durch solche Sachen wie Vignette wird natürlich die ganze Geschichte nicht unbedingt einfacher gemacht für das Videoschnittprogramm. Gut, aber im Prinzip sehen wir, was passiert. Ja, also leider am Anfang geht es eigentlich, aber dann steht doch das Ganze und rückelt. Gut, und wir haben dann die Mediengenerator, das heißt, hier sind also die Titler zu finden, die Masken, etc. pp. Einfach mal durchschauen, wenn Sie sich noch nicht auskennen, erklärt sich eigentlich relativ ja, von selber. Bis jetzt ist alles eigentlich intuitiv. Sie können diese ganze Geschichten so steuern, wie Sie es mögen. Und dementsprechend denke ich, dass wir hier eigentlich das Wichtigste gesagt haben, wenn es um die Oberfläche und seine Bearbeitung geht. Einzigste, was mich wirklich stört, ist, warum hat er mein Material nicht genommen? Wir schauen mal Shogun nach. Das ist also, ja, das macht er einwandfrei. Das ist also Material, was von der Shogun kommt, auch wieder in 4K, 25p progressiv.
und ist in 10-Bit, 422, das macht er auch einwandfrei. Wir können mal die AX 100, sollte er auch machen. Auch das macht er, und der AX 33, ach, die hatten wir sowieso schon. Ja, also 4K-technisch sieht es eigentlich gut aus. Er macht eigentlich alle Formaten, außer meine eine. Da muss ich mal gucken, was das für ein Format ist. Ja, aber so bin ich schon mal erst zufrieden, weil 4K war bis jetzt ein großes Problem, und das scheint in jedem Fall schon mal besser geworden zu sein. Optimal ist das noch lange nicht, aber mein Gott, die Firma Matic hat erst ein halbes Jahr Zeit gehabt, wirklich hier Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, dass die Jungs wirklich am Limit arbeiten. So wie es aussieht, ist das auch ohne weiteres nachzuvollziehen. Ja, das war es wieder. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma Comweb.